Wäre jetzt noch nicht richtig. Na, ich glaub nicht. Egal, aber du musst jetzt erstmal die Drecksklos wieder. Ja, okay. Ist dann gut. Aber das eine neben der Küche lasse ich stehen. Oh, ups. Ich habe zu viel Zeit. Ja, hallo. Oh, mir fällt auf, dass ich gerade Hunger habe. Na dann. Dann gönne ich mir mal. So, waren wir jetzt eigentlich auf der Insel? Nee, ich glaube noch nicht, ne? Nee, auf der jetzt noch nicht. Wir waren gerade noch am Dingsi herstellen. Klo, Plumpsklo herstellen. Ja, du. Ja. Ich habe mich Aber. über diesen Empfänger da informiert. Falls du ein Plumpsklo brauchst irgendwann mal, wir haben Ja. 10 davon jetzt in der Ach Lagerkiste. so, ja, das ist toll. Dafür haust du also unser ganzes Zeug raus. Das ist Ja, super. genau. Ja. Sehr schön. Aber zumindest ist er ehrlich. Hallo Lama. Lamarsch. So, was waren denn jetzt eigentlich? Genau, wir wollten zu der Insel noch. Oh, hier ist eine Kiste im Wasser. Hallo. Das ist aber schön. Was war denn an der Stelle gewesen? Ach, mein Bogen. Weiß gar nicht, ob ich den brauche. Brauche ich einen Bogen? Keine Immer Ahnung. Ich wieder. weiß ja nicht, ob da Tiere sind. Also theoretisch schon, aber die wollen mich ja anknabbern, sobald die. Ja, das ist halt ein bisschen doof, nicht? Mal ein paar Seile noch. Man kann ja nie genug Seile haben. Seil doch nicht so. Entschuldigung. Ich ertränke mich gerade schon im Ozean. So beschämt bin ich über meinen eigenen Witz. Ja, danke. Danke dafür. Ah, okay, was ist das? Lichterkette, schöni. Also wir haben jetzt sau viel. Ah, okay, cool. Ah, nee, brauchen wir gar nicht. Okay, Sau viel auch cool. Plumpsklos habt ihr, das war mir Ja, klar. ah, habe ich doch gesagt. Wo kommen die denn her? Sau viel. Oh. Oh, nee, doch nicht. Oh, doch. Es ist Cool. Weihnachten und ich habe dir viele Pakete dahin gelegt. Sei nicht undankbar, Agnes. Wo hast du mir Pakete hingelegt? Na, fünf Plumpsklos. Ach so, ja.
Es ist Weihnachten und du sollst Freude haben, sollst dich auch an guten Dingen laben. Oh Gott. Weihnachtsplatte müssen wir noch hören. Yeah. Oh nein. Das Einzige, was übrig geblieben ist von irgendwelchen Weihnachtsbräuchen, also von alten, was zu christliches Weihnachten. Tja. Was ich noch. Das Plumpsklo. Warte mal, benutzen. Das direkt neben der Küche, ne? Ja. Geil. Ja, ich liebe es. Okay. Ich wollte. Haben wir noch einen Eintopf? Nee. Wie ist denn das mit diesen blöden Schüsseln? Ich brauche eine, glaube ich, nur, um so einen Eintopf aufzunehmen. Ja, richtig. Dann mache ich das so. Und den Fisch fresse ich. Hallo. Und wieder völlig hören. Läuft gut bei dir, Daniel? Hm? Läuft alles gut bei dir? Nein. Gemüsesuppe. Ich mache echt viel Gemüsesuppe. Ja, doch schon, aber nicht so gut, wie ich es möchte. Ja, das ist, glaube ich, meckern auf zu hohem Niveau, aber ich kann das doch so gut. Nick, was tust du? Ich tauche nach Ressourcen. Ah, sehr schön. Ja. Ich habe uns schon ein bisschen Eisen und Kupfer geholt und ja. Das ist gut. Ja, und warte, auf der Insel waren wir jetzt noch nicht, richtig? Also ich war da jetzt schon. Gab's da was? Tatsächlich ja. Also es gab so eine Kiste, die im Untergrund lag, aber da waren jetzt nur so Standardsachen drin. Ein Scharnier habe ich gefunden, aber. Okay. Aber es ist trotzdem, ja, es ist gar nicht so verkehrt. Das kannst du schon machen. Guck gerade mal noch. Oh ja, hier ist noch Eisen. So eine alte Metallhure, ey. Bitte was? Eine Metallhure. Bitte was? So, ich habe dafür unsere ganzen Erze vererzt. Oder ich erze gerade noch rum. Aber eigentlich müssten wir doch das jetzt alles schon bauen können. Theoretisch ja. Weil jetzt haben wir echt Empfänger. Ja klar, Empfänger können wir bauen. Dann baue ich den jetzt. Ja klar, mach ruhig. Und Antenne. Ah, wir brauchen nochmal Leiter, Bolzen. Ich glaube, okay. 3 Antennen sind das insgesamt. Wie 3 Antennen? Na, du musst dann 3 Antennen auf dem Boot platzieren, damit die ein Signal kriegen. Wenn sich dann triangulieren. Ich wollte es gerade sagen. Klugscheiße. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall Kunststoff. Tatsächlich. Wie kann das sein, dass wir keinen Kunststoff mehr haben? Weil das ist, was man sich denkt, ach, das schwimmt eh die ganze Zeit rum, das brauche ich. Das kann ich mir immer holen. Ja. Und dann hat man es nie da. Typisch.
Nee, was wollte ich jetzt? Ich wollte was pflanzen, stimmt. Was machst du da drin? Was mich nervt, dass man immer unten das Zeug reinziehen muss, um es zu benutzen. Das nervt mich so. Oder? Da gibt es keinen anderen Ausweg. Was genau meinst du? Wenn man Zeug benutzen will, dann muss man das da unten reinziehen. Ach so, dass du das dann auswählen kannst und Ja. dann jeweils. Ja, Leiter. Leiter, genau. Das ist anstrengend. Das ist wirklich nicht so schön. Raus aus der Kiste. Entschuldige, darf ich vielleicht auch mal noch hier einsortieren? Nein. Ey, hallo? So, wo konnte man jetzt Mango bauen? Große Anbaufläche. Ja, Aha. genau, bei der ganz hinten, die du schon hingestellt hast, da. Ach, bei der ganz großen. Bei der Ober-Mega-Hyperzentrifugal-Großen. Okay. Ja. Sollen wir dann so Kartoffeln? Warte, was müssen wir nochmal pflanzen? Kann man Pilze auch pflanzen? Da bin ich mir gar nicht sicher, das weiß ich leider nicht. Das probiere ich jetzt mal. Und diese Beeren da. Hast du Kunststoff gefunden? Wir Ja. haben doch oben noch welchen. Nein. Also wenn doch, dann kannst du die restlichen Antennen machen, weil ich habe gerade. Hier oben waren noch 24 Kunststoff drin. Ja, da guckst du. Na gut, Antenne, 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 Antenne. Und noch so eine Leiter-Ding-7, glaube ich. Ach so, Leiterplatte. Oh Gott, was brauche ich denn dafür? Kupfer nicht. Kupfer und. Hä? Mischt, mischt. Warte, waren das. Nee, 4 kann ich da pflanzen, oder? Nee, 6. Auf das uns niemals Kartoffeln ausgehen. Wir sind in Deutschland, uns gehen die Kartoffeln garantiert nicht aus. Hä? Wieso kann ich die denn jetzt schon wieder nicht pflanzen? Das gibt's doch nicht. Ah, okay, weil ich die gekochte genommen Wie? habe. Ich habe die gekochte genommen. Ich will mehr gekochte Kartoffeln aus dem Boden. Ja. Touché. Und wo habe ich jetzt. Boah, ich Geht in dreh Richtung durch. Pizza. Geht in Richtung Pizza, Baum. Pizza, warum? Oh ja, für den wäre ich auch sehr. Da ist die Wassermelone. Und warum ist das jetzt so wenig auf einmal? Ich komme nicht klar. Ich komme mit. Oh, Palmsamen, die hätten wir da hinten auch einpflanzen können. Mist. Ja. Jetzt ist zu spät. Aber das Schöne ist ja, dass das Zeug dann irgendwann wieder frei wird. Das stimmt. Ich fühle mich gerade wie Oliver Twist mit der leeren Schüssel neben dir.
Bitte, Sir, darf ich noch etwas mehr haben? Ich koch gerade schon noch mal was. So, okay. Können wir weiter segeln? Ich will noch eine coole Insel sehen. Wir segeln schon die ganze Zeit weiter. Oh, okay, sorry. Oh. Ach, schön. Ja, ich bin hier so fokussiert und so auf diese Dinge. Es hat jetzt das Mega-System hier, die Küche, nur damit du Bescheid weißt. Oh je, ich werde niemals durchsehen. Was weißt du? Ich werde da niemals durchsehen. Ja, vielleicht schon. Wir könnten auch mit irgend so ein Viech jagen. Mehr Tiere fürs Boot? Wir brauchen auf jeden Fall ein Schaf, wir brauchen Wolle. Ich weiß gerade gar nicht, ob man das von Schaf machen konnte oder ob man auch die Ziegen scheren konnte, dass es Ziegenwolle war. Ich bin mir nicht sicher. Ziegenwolle? Davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Ja, Ziegen haben auch Haare, die kommen ja nicht nackig auf die Welt. Ja, aber Wolle würde ich das nicht nennen. Das ist dann ein Fell oder so. Filz, Ziegenfilz, so. Ja, siehst du? Ja, und... Oh. Entschuldigung. Okay. Hallo, silberne Tür. Ab Gemüsesuppe. Oh ja, lecker, lecker, lecker. Okay. Jetzt aber, warte mal. Was haben wir denn jetzt? Was hast du denn jetzt gebaut? Gebaut habe ich noch gar nichts. Ich arbeite okay. Dran. Okay. Ich habe noch ein bisschen mehr Eisen eingeschmolzen. Ich habe eine Antenne, habe ich. Ja, ich habe eine. Eine habe ich gebaut. Und du auch, oder wie? Ja, aber wir brauchen insgesamt drei. Okay, dann... Wir brauchen noch den Empfänger. Komm mal, zwei Leiterplatten in Scharnier, Kunststoff und Planke. Ich kümmere mich um den Empfänger. Und die Empfängnis. Ach nee, den Empfänger haben wir auch schon, ne? Das ist ja schön. Okay. Dachte Empfängnisverhütung, aber nein. Oh, in ein paar Minuten ist hier schon Besuch. Oder so wie ich das sehe. Da würde ich dann den Stream ausmachen, aber noch nicht gleich ganz rausgehen. Dann kann er sich das nochmal anschauen. Okay. Die Frage, wo wir das dann hinbauen. Vielleicht macht das hier vorne Sinn? Dass wir hier so ein...
Ich hätte fast sogar gesagt, dass wir wollten ja sowieso das ganze Fluss noch nach hinten raus erweitern, ne? Dass wir dann diese ganzen Beete auch nach hinten setzen und dann hier vorne den Tisch. Ja, hier vorne das ganze Orga-Gedöns, ja, okay. Jo. Das macht Sinn. Dann erstmal das hier ernten und wenn das dann alles weg ist, dann können wir umbauen. Ja, das geht schon ein bisschen besser als gestern. Ja, schön. Willst du dich jetzt nicht mehr ganz so rüsig im Kopf? Wobei wir diese Beetdinge auch hier seitlich so hinstellen können, bis wir hinten Können wir? ausgebaut haben. Oh, es klingelt schon. Na, da ist ja wer. Ich mache das jetzt hier mal so mit schöner Aussicht. Wie viele Antennen hattest du noch mal gebaut? Agnes, hallo? Agnes Ach gerade so, die, ach am so. Besuch Ach empfangen. so. Ja, du kannst dir das mal anschauen hier. Hallo. Jetzt haben wir hier so Empfänger-Dingsi, aber das funktioniert noch nicht, oder? Nee, weil wir erst die drei Antennen dafür brauchen. Wie viele Antennen hattest du jetzt nochmal gebaut? Ich habe eine gebaut und die ist oben drin. Ja, die finde ich ja gar nicht. Naja, passt doch. Das ist einfach der Lieblingsdings. Ja, doch. Ja, schon immer eigentlich. Mit dem Und Ding jetzt kannst du den. kann ich den gut tragen. Ja, stimmt, sonst hat das so reingedingst. Cool. Ja, das habe ich auch ziemlich viel selber gebaut hier. Da geht's hier unten. Das ist so Wohndings. Ja, das ist schon eine Weile her, wo wir das gebaut haben. Ah ja, das ist Nick. Nick, dreh dich mal um. Hallo. Hi. Hallo. Dann hier oben ist so unser ganzes Materialzeug.
Und warte. Ups, ich stehe in der Mango. Hallo, ich bin gefangen in der Mango, scheiße. Hier hinten ist der Garten. Ich stehe in der Mango. Ja, und eigentlich auch die 20, Viecher, 23. Aber wo sind die Viecher denn schon wieder? Keine Ahnung. Ich höre sie, aber sie sind nicht da. Hallo? Och, da leck mir doch die Eier. Nick, such mal das Lama und die Ziege. Wo zur Hölle sind die? Hier? Wo? Komm mal hinter zur Mango. Ich muss, warte mal. Wo soll ich hinkommen? Nick? Was? Wo soll ich hinkommen? Zur Mango. Ach, da stehen die. Alles klar. Ja. Die glitschen in der Mango rum. Gustl und Lisbeth. Ja, okay, gut. Wir brauchen ein Schaf. Was steht hier? Das ist noch so eine Notiz. Alles Lappen von Nat. Was ist hier für ein komisches Kabel? Das ist das Kabel von der Antenne. Bleibt das jetzt so? Ja, das muss so bleiben. Jetzt ist es wieder weg. Ja, weil ich die Antenne abgebaut habe, weil das nämlich so nicht funktioniert hier. Ja, offensichtlich. Mega hässlich. Darum geht's doch überhaupt nicht. Ja, doch, gerade schon. Nein, tut's nicht. Es geht darum, dass der kein Signal kriegt, weil ihm das nicht hoch genug ist. Wir müssen höher bauen. Also muss oben das Ding hin. Dann müssen wir die Schmelz... Naja, warte, nee, das geht nicht, weil oben ist das Lager. Dann musst du deinen blöden Sessel oben wegtun. Ja, da oben, da habe ich schon einen hingetan. Das ist aber immer noch nicht hoch genug. Hä? Wie hoch soll man denn da bauen? Das weiß ich nicht. Das ist jedes Mal schön bei Raft herauszufinden, wie genau du die Antennen anrichten musst. Ich hasse alles, ey. Oh. Warte. Ich krieg das hin. Und ich versuche hier diese Beete hinzustellen, aber es geht nicht. Das Glühwein. Das weiß ich gerade auch nicht. Ich würde es mal wegkippen. Wenn das so aussieht, sieht das nicht richtig aus. Das ist irgendwie falsch. Fordert mehr Höhe. Ja, fick dich doch mit deiner Höhe. Oh Mann, das glitscht hier schon wieder rum. Warte. Vielleicht braucht auch das Ding einfach mehr Höhe. Ja, wie kriege ich das jetzt hin? Können wir den Forschungstisch woanders hinstellen? Wir können eigentlich das meiste woanders hinstellen, nur die Schmelzöfen machen halt oben am meisten Sinn. Ja, das sowieso. Weil... Ich klatsche mal den Forschungstisch, wo klatsche ich den mal hin? Neben das Klo? Da ist noch was zum Lesen dabei. Aber neben dem Klo ist doch das Kochzeug. Ja, da hast du gleich die ganzen Kochbücher. Warte mal, du kannst diesen blöden Tisch hier eigentlich wegmachen, das ist nur Deko. Ach, der hier. Wobei, Deko ist nett. Und Nat bringen. Ah, ja, nee, das. Lass es. Da, wo es jetzt steht, ist doch gut. Okay, ja, wenn das okay ist für dich, dann lass es. Das ist wunderbar. Wieso habe ich denn meinen Haken weggeschmissen? Wieso schon wieder? Oh, ich kotze im Strahl. Lass es. Don't tell me what to do. Okay, verstehe.
Zwanghafte Beetanordnung fast vollendet. Du bist wieder verarschen hier. Naja. Oh Mann! Dann halt so. Oh, ich kotze, ich kotze. Mach das nicht! Ja, wo soll ich denn diese verkackte Scheißantenne hier noch hinpacken? Das geht nicht. Zu wenig Platz. Oh, Junge, flipp halt aus hier. Oh, die Antennenhöhe ist nicht in Ordnung. Oh, die Antennen stehen zu nah an den anderen Antennen. Boah, meine Güte. Vorne wollen wir auch einen Baum haben, oder? Ich sag mal ja. Ich warte nicht mal die Antwort ab, weißt du? Ach so. Wo ist der Baum? Baumdings. Baumdings? Da ist Baumdings. Seil, Nagel, Bolzen. Haben wir das Zeug? Bestimmt irgendwo. Nagel haben wir, Bolzen haben wir keine. Kannst du die aus einem Metallbarren machen? Ja, stimmt. Ja, nicht du. Dich meine ich nicht. Ja, ich spiele ein anderes Spiel. Ach. So, aber ich muss jetzt doch mal was zu essen machen. Ja, das hättest du längst anfangen sollen. Geise. Und da. Dann verknirpt sich nicht jetzt hier. Ach so. Ach so, ja. Warte. 10 Minuten habe ich noch. 9. 7 Uhr. Nick. Nein, es ist schön, dass du schon da bist. Nick. Was denn? Indianer. Tschüss. Schönen Abend, ey. Ja, ebenso. Mann, ey. Ist eigentlich auch sehr witzig, ne? Die ganze Zeit so voll nette Sachen unter aggressiver Stimme sagen. Jo, alter Junge, ey, ich wünsche dir voll einen geilen Abend, Mann. Das ist wie Arabisch. Das hört sich auch jedes Mal an, als würden sie sich übelst beschimpfen. Dabei sagen sie sich nur, wie toll sie sich finden. Ja, oder? Ja. Ich mag die Kultur. Du hast auch wahnsinnig viel Ahnung von der Kultur. Ja, total. Ja. Gerade ich als weißer Mann, ja. Ja. Na gut, du. Also. Ja, ich wünsche dir was. Ich bin dann auch gleich weg.
Aber okay. Noch nicht sofort. Aber ich mache trotzdem schon mal raus. Achso, okay. Warte, wie viele Antennen haben wir jetzt? 1, 2? 3, aber die funktionieren noch nicht richtig. Das müssen wir ein anderes Mal machen. Okay, vielleicht dann morgen kürzer vielleicht. Ja, mal schauen. Und dann mal schauen. Okay, cool. Dann. Macht euch jo. Jo, bis dann. Ciao. Ciao.